Heute geht es gegen Stefan Edberg. Er hat vor diesem Match gesagt, die Chancen stehen 50-50. Und ich glaube auch, Stefan Edberg dürfte ein wenig nervös sein. Ich gehe noch weiter. 51% Stich, 49% Edberg. Der erste Aufschlag, Michael Stich, eröffnet das Match. Stefan Edberg hatte hier die Wahl gewonnen, sich aber für den Aufschlag Return entschieden, also eine gute Möglichkeit für Michael Stich, hier in Führung zu gehen. Spiel Michael Stich, damit die Führung 1:0 im ersten Satz. Zum ersten Mal, dass hier in Wimbledon zwei deutsche Spieler im Halbfinale stehen. Edberg to serve. Michael Stich zum einen und Boris Becker im Anschluss an dieses Match gegen den Amerikaner David Wheaton. Der erste Doppelfehler in dieser Begegnung. Zunächst ein Fußfehler von Stefan Edberg. 30-15. First serve.
Game. Edberg. Auch für Stefan Edberg das Aufschlagspiel eine relativ klare Angelegenheit. 1-1. Das Wetter ähnlich wie hier in Deutschland. Umgekehrt muss natürlich heißen. Temperaturen also hier auch sehr hoch. In Deutschland scheint die Sonne ja schon seit Tagen. Dazu eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das wird den Spielern sicherlich noch zu schaffen machen. Und es bläst auch ein leichter Wind hier auf dem Center Court. Das macht die Berechnung der Bälle nicht immer einfach. Besser. Forty love. Zu 0 gewinnt der Deutsche sein Aufschlagspiel. 2-1 damit die Führung. Wir sind gleich wieder zurück. Aufschlag jetzt Stefan Edberg. 25 Jahre ist er in Västervik in Schweden geboren, lebt jetzt in London. In der Weltrangliste ist er die Nummer 1, hier an 1 gesetzt und er ist der Titelverteidiger. Zweimal hat er Wimbledon gewonnen, 1988 und 1990. Jeweils im Finale gegen Boris Becker. Oh, viel, viel Glück für Michael Stich mit diesem Netzroller 0-15. Zwei beide. Two games all, first set. Beide Spieler haben bisher keine Probleme, ihr Aufschlagspiel durchzubringen. Bei Michael Stich warten wir auf das erste Ass. 77 hat er ja bereits in diesem Turnier geschlagen. Im letzten Match gegen Jim Courier allein 16. Da hat er wahrscheinlich auch sein bestes Rasentennis überhaupt gespielt. 15 love. Hatte nach dem Match gesagt, er habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, gegen den Amerikaner verlieren zu können. Selbstbewusst ist er. Und viele trauen ihm hier zu, nicht nur dieses Halbfinale.
Halbfinale, sondern auch das Finale zu gewinnen. Jetzt auch der erste Doppelfehler des Deutschen. Die Nummer 7 ist ja in der Welt hier an 6 gesetzt. Lebt in Elmshorn, ist 22 Jahre. Hat hier in der Nähe der Anlage ein Haus gemietet, um sich in aller Ruhe vorbereiten zu können. Seine Mutter ist auch hier, verpflegt ihn also. 13-15. Der bisher beste Ballwechsel. Da hatten beide auch viel Glück. Da trifft Stefan Edberg den Ball gar nicht richtig. Dann war die Netzkante im Spiel und dann wird Michael Stich auf der Vorhandseite passiert. Gut zu sehen, die exzellente Beinarbeit des Schweden. Einstand. Ja, da hat er viel riskiert. Der Michael Stich mit diesem Stopp. Aber Stefan Edberg wieder schnell vorne am Netz. Jetzt heißt es zum ersten Mal Breakchance für den Titelverteidiger. Wieder ein Stopp, wieder misslungen. Und damit das erste Break im ersten Satz. Stefan Edberg, der 25-Jährige, führt mit 3-2. Das Viertelfinale war das Minimalziel, das sich Michael Stich hier gesteckt hat. Das ist der Trainer von Stefan Edberg, Toni Pickard. Das Viertelfinale hat er überstanden gegen Jim Courier. Zum zweiten Mal spielt der Deutsche auf dem Center Court. Jetzt liegt er zurück. Jetzt muss er sich beweisen. First serve. Fifteen love. Love.
40 love. Dreimal Spielball zum 4:2 für Stefan Edberg, der zum 9. Mal hier in Wimbledon am Start ist. 3 Turniere hat er in diesem Jahr gewonnen. In Stuttgart, in Tokio und hier das Vorbereitungsturnier in Queens. Finale gegen David Wheaton. Game, Edberg. Eine klare Angelegenheit für den zweimaligen Wimbledon-Sieger. 19 Minuten gespielt, 4:2 seine Führung. Love, 15. Love 15 15 30. Der zweite Doppelfehler von Michael Stich. Damit heißt es erneut Break-Chance für Stefan Edberg. Und dies gleich zweimal. Es ist das vierte Aufschlagspiel des Deutschen. Bisher hat er kein einziges Ass schlagen können. Das spricht natürlich auch für Stefan Edberg, der sehr gut retourniert, den Aufschlag sehr gut liest von Michael Stich. Immer weit hinter der Grundlinie. Diesmal hat es nicht gereicht. Zweiter Breakball abgewehrt, Einstand. Advantage stick. Das war das erste Ass von Michael Stich. Da hat er sich noch einmal aus einer bedrohlichen Situation befreit, verkürzt also im ersten Satz auf 3:4. Dreimal haben die beiden bisher gegeneinander gespielt. Es steht 2:1 für Stefan Edberg. Das letzte Match hat aber Michael Stich gewonnen. In Hamburg auf Sand. 6:2, 7:6, damals das Ergebnis. Michael Stich hat hier eigentlich nichts zu verlieren. Das Erreichen des Halbfinals ist schon ein Riesenerfolg für den 22-Jährigen. Und der Druck lastet eigentlich auf Stefan Edberg. Er ist die Nummer 1 in der Welt. Hier an 1 gesetzt und er will natürlich
seinen Titel verteidigen. Love 15. Den Aufschlag von Edberg hatte Michael Stich als Fehler gesehen. Das ist aus dieser Perspektive natürlich überhaupt nicht zu erkennen. Reklamierte da ein wenig in Richtung Schiedsrichter Wayne McEwen aus Australien. Er serviert bisher konstant gut, der Schwede, der mit 4:3 im ersten Satz führt. Diese Information so zwischendurch noch einmal für die Zuschauer, die vielleicht erst jetzt unser Programm eingeschaltet haben. Also wir sind beim ersten Halbfinalmatch zwischen Michael Stich und Stefan Edberg. Hiernach sehen Sie dann auch noch live Boris Becker gegen David Wheaton. Game Edberg. Spiel Stefan Edberg. 5:3 die Führung. Edberg leads 5-3, first set. Aufschlag Michael Stich. Vielleicht haben Sie es gehört. Menschenskind, hat er da gesagt. Ist noch nicht ganz zufrieden. Verständlich. Love 30. Das ist natürlich die Schokoladenseite von Stefan Edberg, die Rückhand. Guter erster Aufschlag, guter Volley. Weiß ich beide. First serve. Haben Sie es gehört? Great Shot, Stefan. Und dazu dann auch Beifall von Michael Stich. 30, 14. Hier erst dieser tiefe Rückhandvolley.
Und dann lupft Stefan Edberg den Ball kurz cross. 30-40 und damit nach exakt einer halben Stunde Spielzeit der erste Satzball für den Schweden. Erster Satzball abgewehrt. Deuce. Vorteil Michael Stich. Hat ja in diesem Jahr äußerst erfolgreich gespielt, kann eine Matchbilanz von 46 Siegen, dagegen nur 16 Niederlagen vorweisen. So viele Matches hat in diesem Jahr noch kein anderer Spieler gewonnen. Gut aufgepasst, gut zugemacht, die Rückhandseite mit dem Volley letztendlich den Punkt geholt. 5-4 für den Schweden Stefan Edberg, der gleich aufschlägt zum Satzgewinn. Time. Stefan Edberg serviert also jetzt zum Satzgewinn. Im bisherigen Turnierverlauf hat er noch keinen einzigen Satz abgeben müssen. Aber richtig ernsthaft geprüft wurde er auch noch nicht. Dazu kam dann sicherlich noch eine Portion Glück, dass Spieler wie Pat Cash, Goran Ivanisevic und auch US Open-Sieger Pete Sampras früh auf der Strecke blieben. 33 Minuten gespielt, im ersten Satz der Schwede serviert zum Satzgewinn. Could you take your seat to the back of the court, please? Thank you. Vielleicht noch eine ganz interessante zusätzliche Information. Das letzte Mal, dass ein Spieler Wimbledon ohne Satzverlust gewonnen hat, war 1976. Der Sieger hieß damals Björn Borg. Knapp im Aus. 30-0, zwei Punkte noch bis zum Satzgewinn. Auch der ist im Aus. Und damit Satzball Nummer 2 für den Schweden. Momentan ist er kaum zu passieren am Netz, Stefan Edberg. Hier hat er erst noch Glück mit der Netzkante, dann gut gelaufen von Michael Stich, dann klatscht der Ball gegen den Rahmen. 40-15, aber immer noch zwei weitere Satzbälle für den Titelverteidiger. Und diesen dritten Satzball nutzt er dann. Damit geht der erste Satz nach 36 Minuten an Stefan Edberg mit 6-4. Und Michael Stich eröffnet jetzt den zweiten Satz.
Second set, stick to serve. Dean Love. Net. First serve. Dirty lock. Und wieder der verdiente Ballverlauf von Michael Stich. 30-15. Den Ball hatten wir ja vorhin schon einmal. Schulmäßig, unheimlich schnell auf den Beinen, Stefan Edberg. 40-15. Spiel Michael Stich. Damit führt er in diesem zweiten Satz mit 1-0. First game, second set. First set, Edberg. Time. Stefan Edberg schlägt also jetzt auf. Die letzten 17 Matches auf Gras hat er ja gewonnen. 7 beim Titelgewinn im letzten Jahr 1990. Und hier Boris Becker. Ich höre gerade, dass das die Galaxy-Kamera eingefangen hat. Der trainiert. Er spielt ja nachher gegen David Wheaton. Es ist so ein wenig im Look von Andrew Agassi, ganz in Weiß. Lassen Sie mich ganz kurz den Gedanken noch in Sachen Stefan Edberg zu Ende führen. Also 7-mal hat er hier beim Titelgewinn 1990 gewonnen. Dann in Queens in diesem Jahr 5 Begegnungen gewonnen und jetzt hier bisher auch 5-mal erfolgreich. Und die Matchbilanz in Wimbledon seit 1983. 37-6. Fifteen love. Dirty log. Forty-fifteen.
Spiel Stefan Edberg, der weiterhin keine Probleme hat, sein Aufschlagspiel durchzubringen. 1-1 im zweiten Satz. Michael Stich dagegen weiterhin mit großen Problemen in Sachen Aufschlag-Return und auch in Sachen Passierball. Findet kaum ein Rezept, den Schweden am Netz einmal zu passieren. Als Stefan Edberg vor diesem Turnier hier gefragt wurde, wer denn zum engeren Favoritenkreis gehört, hat er einige Namen aufgezählt. Darunter Boris Becker, darunter waren auch Lendl, Cash und Sampras, die sind raus. Aber Stefan Edberg hat auch gesagt, Michael Stich hat eine gute Chance hier Wimbledon 1991 zu gewinnen. 40-15. Nach 45 Minuten geht Michael Stich erneut im zweiten Satz in Führung. Der Spielstand 2-1. Aufschlag Stefan Edberg. Den ersten Satz hat er gewonnen. Im zweiten legt er mit 1-2 zurück. Ganz kurz der Weg des Schweden in dieses Halbfinale. In der ersten Runde besiegt er Marc Rosé aus der Schweiz. Und der Regengüsse hat dieses Spiel ja, dieses Match 4 Tage gedauert, knapp 73 Stunden, das muss man sich mal vorstellen. Dann besiegt er in der zweiten Runde David Pate, in der dritten den Südafrikaner Christoph von Rendsburg. In der vierten Runde im ersten Satz eigentlich die erste richtige Probe für den Schweden. Gegen John McEnroe gewann er im Tiebreak und dann die folgenden Sätze mit 6-1 und 6-4. Und gestern deklassierte er den Franzosen Thierry Champion, die Nummer 90 in der Welt, glatt in 3 Sätzen. Dirty love. Und man hat zurzeit das Gefühl, dass Stefan Edberg seinen Aufschlag überhaupt nicht verlieren kann. Also Michael Stich muss da noch einiges tun. Vielleicht versuchen, den Aufschlag aggressiver zu retournieren. Game, Edberg. Nicht nur zu retournieren, sondern in offensiv zurückzuspielen. Das ist natürlich immer etwas leichter gesagt als getan. Zu Null. Einmal mehr das Aufschlagspiel des Schweden. 2-2.
Das fünfte Spiel im zweiten Satz. Im ersten Satz verlor Michael Stich in dieser Phase sein Service. Love 15. Forty, thirty. Das fünfte Spiel diesmal gut überstanden, wenn auch etwas mit Mühe. Michael Stich führt mit 3:2. Wir sind gleich wieder hier auf dem Center Court. Stefan Edberg, der jetzt aufschlägt, 2:3 zurückliegt im zweiten Satz. Schiedsrichter Wayne McEwen war das, der nochmal einige Zuschauer aufgefordert hat, sich doch bitte hinzusetzen. Ist jetzt geschehen. Fifteen love. Bisher spielt er perfektes Surf und Volley. Der erste Aufschlag kommt fast immer. Dann rückt er vor ans Netz und dort ist er heute kaum zu passieren. Kommt der erste Aufschlag mal nicht. Dann greift er auch mit dem zweiten an. Und einmal mehr Applaus von Michael Stich. 40-0. Das ist schon eine wirkliche Demonstration von Stefan Edberg in Sachen Rasentennis. Es sind ja vier Spieler in dieses Halbfinale gekommen. Beide Halbfinalspiele, die es bevorzugen, auf Rasen zu spielen. Boris Becker, David Wheaton, Stefan Edberg und Michael Stich. Stefan Edberg hat ja vier Grand-Slam-Turniere bisher gewonnen, alle auf Gras. Zweimal Wimbledon, das habe ich vorhin schon gesagt, 88 und 90. Und zweimal die Australian Open, 1985 und 1987. Und zu diesem Zeitpunkt wurde ja noch auf Gras gespielt in Kooyong. Und danach ging dann der Wechsel erst
hinüber zum Flinders Park. Thirty, 15. Etwas zu ängstlich gespielt, der Volley von Michael Stich. Schauen wir uns nochmal die Zeitlupe an, exakt auf den Mann. Dann mit dieser enorm überrissenen Vorhand, Kurzcross. Der Punkt für den Schweden, 30 Beine. Der war knapp im Aus. Glück für Michael Stich. Spiel für Michael Stich und damit führt er mit 4:3. Es ist sicherlich nicht das attraktivste Tennis, das wir hier sehen. Die spektakulären Ballwechsel fehlen. Wenn dann mal ein Ballwechsel überhaupt zustande kommt, dann ist der relativ kurz. Aber das ist klar, wenn zwei Surf- und Volley-Spieler aufeinandertreffen. Ich befürchte, dass es im nächsten Match noch etwas schlimmer werden wird. Boris Becker und David Wheaton gegenüberstehen. Die Anlage gut gefüllt. Die letzten Tage natürlich immer ausverkauft hier. Auch wenn ein oder andere Platz noch leer ist. 13.100 Tickets sind für diesen Tag hier verkauft. Love 15. Der zweite Doppelfehler. Stefan Edberg. Thirty, 15.
40-15. Game, Edberg. 4-4 im zweiten Satz. 4 games all, second set. 1 Stunde und 1 Minute gespielt. Aufschlag Michael Stich, der seit 3 Jahren professionell spielt, sich bis dahin immer noch überlegt hat, ob er vielleicht Fußballprofi werden soll oder Tennisprofi. Ich glaube, diese Entscheidung war die richtige. Ein Grand Prix-Turnier hat er bisher gewonnen, vor einem Jahr in Memphis, damals den Australier Oli Mazur geschlagen im Finale. In diesem Jahr hat er 15 Turniere schon gespielt, stand 3-mal im Finale in Adelaide, in Sydney und erneut in Memphis, verlor aber dort in 2 Sätzen gegen den Tschechoslowaken Ivan Lendl. Doppelfehler Nummer 4 von Michael Stich. Sein Spiel ist ja abhängig vom ersten Aufschlag. Damit hat er noch einige Probleme, aber ist mehrfach gesagt, Stefan Edberg retourniert auch exzellent. Das ist natürlich sehr, sehr schwer für den Deutschen. Da ist er sehr, sehr früh gesprungen. Das wird man sicherlich noch einmal in der Zeitlupe sehen. Er wird froh sein, dass er diesen Ball dann noch erreicht hat. Da war er schon fast wieder auf dem Boden, als er diesen Smash geschlagen hat. Achten Sie mal drauf. Da, mit dem linken Bein setzt er schon auf. War eine doch relativ glückliche Situation für den Deutschen. Spielstich. Der Weltranglisten 7. geht in Führung und zwar mit 5-4. Stich lead. Viel zu kurz. Michael Stich steht dort hinten noch am Eingang. Das werden wir sicherlich jetzt sehen. Ratlos. Aber er nimmt es noch gelassen, lustig. Besser. Dirty love. Love.
Edberg. Spiel Edberg. Großartig sein five Gefühl. Fünf beide. Second set. Sieht fast nach einem Tiebreak aus. Dirty love. Thirty, 15. T15. Da hat er vertraut, dass der Ball ins Aus geht. Da ist er demonstrativ nach vorn gegangen, der Michael Stich. Bringt also sein Aufschlagspiel durch. 6:5, die Führung im zweiten Satz und wir melden uns gleich wieder zurück. Stich leads. 6:5, Michael Stich. Aufschlag Stefan Edberg. Die Frage, die sich jetzt hier jeder stellt. Satzgewinn für den Deutschen. Dann müsste er einen Break schaffen oder Tiebreak. Jetzt gibt es zum ersten Mal hier eine etwas längere Diskussion, schätze ich. Ryan McEwen aus Australien. Das Problem, das wir schon in den letzten Tagen des Öfteren hatten. Spieler zweifeln hier. There's a spot when the machine is working and behind that it's not working. Okay, and that ball was far behind that spot. Michael Stich sagt also, dass die Maschine nicht funktioniert, auch wenn der Ball 5 cm hinter der Linie ist. Mal sehen, ob wir es in dieser Situation, aus dieser Perspektive sehen können. Schwer zu sagen. Die Spieler sind sicher dem Ball am nächsten. Wir können es besser beurteilen, auch Boris Becker hat gefordert, hier Maschinen wieder abzuschaffen. Der Mensch solle wieder allein entscheiden. Es bleibt dabei 15:0. 30 long. Love.
40-15. Spiel Stefan Edberg. Und damit heißt es nach einer Spielzeit von 75 Minuten Tiebreak. Viermal hat Michael Stich bisher hier in diesem Turnier einen Tiebreak spielen müssen. Zwei hat er gewonnen, zwei verloren. Stefan Edberg ist bisher auf einen Tiebreak gebracht gegen John McEnroe. Mit 7-4 hat er ihn gewonnen. Eins zu null, Michael Stich. Jetzt schlägt Stefan Edberg zweimal auf. So etwas wie ein Mini-Break für den Deutschen nach diesem dritten Doppelfehler von Stefan Edberg. Stick. Jetzt nur kein Doppelfehler. Wir sehen, der Wind bläst ganz schön dort unten auf dem Platz. Gut aufgepasst von Michael Stich. Ein guter Volley, den Ball hat er nur abtropfen lassen. Stefan Edberg stand ja hinten an der Grundlinie. 4-1, Michael Stich. Ist vorne am Netz nicht zu überwinden. Ist schon fast unheimlich. 4-2 für Michael Stich. Nach 6 gespielten Punkten werden die Seiten gewechselt. Ein Aufschlag noch für den Titelverteidiger, für den 25-jährigen Schweden. Steht heute zum 5. Mal in Folge im Halbfinale von Wimbledon. 3-mal hat er das Finale erreicht. 1-mal schied er aus, das war 1987 gegen Ivan Lendl. 4-3. Edward Stick. Er belässt es bei diesem kurzen Gefühlsausbruch. Ist doch vielleicht besser, sollte sich jetzt auf seine zwei ganz, ganz wichtigen Aufschläge konzentrieren. 4-3 für Stich, zweimal Aufschlag. First serve.
5-3 Stich. Das könnte reichen, um hier den Satzausgleich zu schaffen. Diesen Aufschlag muss er noch durchbringen. Dann sieht's gut aus. Guter zweiter Aufschlag von Stich. Jetzt wieder irgendetwas in Richtung Schiedsrichter in McKeown. Da muss er aufpassen, der Deutsche, dass es sich auch eine Verwarnung einhandelt. Fünf, vier, Stich, zweimal Aufschlag Edberg. Sicherlich auch für den Schweden bleibt dieser Aufschlag unerklärlich, schüttelt den Kopf. 6-4 Michael Stich und damit Satzball Nummer 1. Das erste Mal ist der Aufschlag, der von Edberg verlässt in diesem Tiebreak-Spiel. Erster Satzball abgewehrt. 6-5 Michael Stich. Jetzt schlägt er zweimal auf und jetzt kann er den zweiten Satz gewinnen. Ein guter erster Aufschlag müsste noch zu schaffen. Ein gutes Auge, wenn da vielleicht auch nur 2-3 Zentimeter fehlten. Das ist der erste Satzverlust des Titelverteidigers hier in diesem Turnier 1991. Michael Stich gewinnt also das Tiebreak-Spiel. Damit heißt es nach einer Stunde und 21 Minuten Satzausgleich. Wir sind mit dem Beginn des dritten Satzes wieder hier auf dem Platz. Ja, wir sind rechtzeitig zurück. Der Schwede also mit dem ersten Satzverlust in diesem Turnier. Der Titelverteidiger eröffnet jetzt den dritten Satz. Links sehen wir Alan Mills, er ist ja in den letzten Tagen hier wirklich berühmt geworden. Daneben Supervisor Ken Farrar. Alan Mills hat früher selbst Tennis gespielt hier. Sehr, sehr gut sogar. Love.
Game, Edberg. Zu Null eröffnet er den dritten Satz. Wir sind gleich wieder mit dem Aufschlagspiel von Michael Stich zurück. First game, third set, one set all. Da sehen Sie noch einmal die beiden Herren im Abmarsch. Mills, Ken Farrar. Die haben sich mit Michael Stich und Schiedsrichter Wayne McEwen unterhalten. Das Thema wird wohl das magische Auge, die Technik gewesen sein. Konnte leider nicht hören, was dort besprochen wurde. Nach Sätzen also 1-1, 1-0 die Führung für Stefan Edberg im dritten Satz. Aufschlag jetzt durch den 22-Jährigen aus Wilmshorn. Love. 30 love. Game Stich, new balls. Ass Nummer 2 von Michael Stich. 1-2. Third set. In diesem dritten Satz. Es gibt neue Bälle, mit denen schlägt dann Stefan Edberg auf. Sicherlich ein Vorteil. Der eine oder andere zu Hause wird vielleicht etwas enttäuscht sein, hier nicht allzu viele Ballwechsel bewundern zu können, aber das ist nun mal so, wenn zwei Rasen, wenn zwei Serve- und Volley-Spieler aufeinandertreffen. Aufschlag und Volley. Das ist hier die Regel. Zum zweiten Mal Fußfehler von Stefan Edberg. Im Tiebreak des zweiten Satzes, da hat ihn sein Aufschlag zum ersten Mal im Stich gelassen. Hat er jetzt auch wieder Probleme damit oder war es nur die Sonne? Es war wohl nur die Sonne. 15 love. Love. Forty, fifteen.
game, Edberg. Da haben wir in diesem Spiel wenigstens mal einen etwas längeren Ballwechsel gesehen, aber dann Edberg letztendlich doch Spiel. Stefan Edberg in der gewohnten Manier, 1-2 nach Sätzen. Wir sind gleich wieder hier. Zweimal hat Stefan Edberg bisher Wimbledon gewonnen. Und es wird hier erzählt, dass wenn er dies zum dritten Mal schafft, dann auch endlich heiraten will, seine langjährige Freundin Annette Olsen aus Schweden. Sind ja schon, ich glaube, 6 Jahre zusammen. Davor war die junge Dame mal mit Mats Wilander befreundet. Der frühere schwedische Weltranglistenerste musste ja hier auf seinen Start verzichten, hat Probleme mit dem Knie. Und kurzfristig hat er dann gesagt, nein, es geht nicht. Vielleicht muss er jetzt sogar operieren. 30 Love. Forty, 13. Beide.